Großbritannien kreiert wurde. Jahrzehntelang dominierten die Briten diese Disziplin. Jetzt gibt es keine dominierende Nation, aber unsere ersten Läufer gehören zu den Mitfavoriten. Marina Anissina und Gwendal Pessara aus Frankreich, die Weltmeister, Europameister von 2000. Das hier die Einleitung des Tanzes, der zählt nicht zum eigentlichen Tanz. Und der Quickstep beginnt jetzt hier genau an dieser Position in der Mitte. Dort muss er beginnen, sonst gibt es da Abzüge, jeweils ein Zehntel, wenn man nicht genau an der Stirnseite beginnt. Beim ersten Tanz werde ich ein bisschen mehr sagen über diesen Quickstep, der aus vier Sequenzen besteht, die eine halbe Runde lang sind und wird in der Kilian-Haltung getanzt. Schlüsselstelle ist der Chocto, so heißt dieses Schrittelement, der jetzt kommt. Achtung, hier, das ist der Chocto. Das ist so das Schwierigste in diesem Tanz. Der soll so lange wie möglich auf der Außenkante gehalten werden, bevor man mit dem anderen Schlittschuh das Eis auf der Einwärtskante wieder berührt. Hier kommt er wieder. Auswärtskante, Einwärtskante. Und das Ende dieses Quicksteps von Marina Anissina und Gwendal Pessara. Um diese beiden ging es ja auch im Zusammenhang mit der Paarlauf-Affäre, mit dem Paarlauf-Skandal. Man kolportierte ja, dass es einen Stimmentausch gab, dass die französische Preisrichterin, die heute suspendiert wurde, Marie-Reine Le Gougne, die russischen Paarläufer Bereschnaya Sichirolidze auf einsetzte und der russische Preisrichter dafür den Franzosen hier zum Sieg verhilft. Alla Schekovtseva sitzt hier aus Russland auf Position Nummer 6 und natürlich sind alle Augen gebannt auf die Preisrichter, ob hier alles fair vonstatten geht, denn sonst wird es hier noch schlimmer zu Schlagzeilen kommen. Und diese haben ja bisher diese Olympischen Spiele überschattet. Das Schlimme ist ja, dass die Athleten damit überhaupt nichts zu tun haben. Die geben immer ihr Bestes und leiden am Ende ja auch darunter, wenn man bedenkt, Bereschnaya Sichirolidze, die Paarlauf-Olympiasieger, was die jetzt derzeit durchmachen müssen. Marina Anissina und Gwendal Pessara sind gut durch diesen ersten Pflichttanz gekommen. Bis die erste Wertung aufleuchtet, vergeht einige Zeit, denn beim ersten Paar wird ja der Mittelwert berechnet, der dann als Vorschlagsnote an die Preisrichter vergeben, damit man den Wettkampf einheitlich auf einer Basis beginnen kann. Das kann ein Vorteil, das kann ein Nachteil sein. 10% fließt ein Pflichttanz in den gesamten Wettbewerb ein, also insgesamt die beiden Pflichttänze dann mit einem Gewicht von 20%. Marina Anissina, 26 Jahre alt, stammt aus Russland, ist aber schon seit langer Zeit in Frankreich, hat mit ihm, mit Gwendal Pessara, dem 29-jährigen Charmeur, einen perfekten Partner gefunden und sie wollen sich hier den Olympiasieg sichern. Drei Wettbewerbsteile gibt es, Pflichttänze, Originaltanz, 30%, übertragen wir im ersten dann am Sonntag und die Kür mit 50% Gewicht dann am Montag bei den Kollegen vom ZDF. Hier kommen die Bewertungen. Die A-Note für Genauigkeit der Schritte, Spurengenauigkeit sollen übereinstimmen. Einheit des Paares, korrekte Tanzhaltung, Synchronität, Stil, Lauffluss, Kantenlaufen, all das fließt in diese A-Note für den technischen Wert ein. Schnitt eine 5,7 aus Russland, die 5,7 B-Note, taktgenaues Laufen zum Rhythmus der Musik ist hier ganz wichtig. Klare Ausdrucksform, die dem Tanz entspricht beim Quickstep, fröhlich und locker.
5, 7, 5, 8.